Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Ernst-Bloch-Zentrums. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung von Frau Simone Frieling im Ernst-Bloch-Zentrum und freue mich, dass diese beliebte Autorin heute mal wieder bei uns zu Gast ist. Nach längerer Zeit, muss ich sagen, und wir sind auch froh und dankbar, dass Frau Frieling, nachdem wir die Veranstaltung mit ihr vielleicht dreimal verschoben haben im Zeitraum der Pandemie, dass sie uns trotzdem treu geblieben ist und heute Abend das stattfinden kann. Frau Frieling wird morgen auch einen Workshop mit Schülerinnen und Schülern des Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasiums durchführen. Das ist in unserer Reihe junge Blochianerinnen. Und ja, mein herzlicher Willkommensgruß gilt auch Herrn Professor Dieter Lamping, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Ehemann von Frau Frieling. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchte ich auch Frau Spitzer mit ihr und ihrem Mann. Herrn Spitzer haben wir letztes Jahr ein wunderbares Projekt hier durchgeführt zu Bloch und Dante. Die heutige Veranstaltung wird moderiert von Frau Christina Schüssler, die im Ernst-Bloch-Zentrum ihr wissenschaftliches Volontariat macht. Das dauert insgesamt 2 Jahre und Frau Schüssler ist jetzt schon im 2. Jahr, man kann sagen in der im letzten Viertel des Volontariats ist sie im Moment. Sie hat Germanistik studiert, Lusitanistik an der Universität Gießen und dann Buchwissenschaft und Komparatistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und dann mit einem Master abgeschlossen. Sie hat dieses Ausstellungsprojekt Gürs, was Sie im Nebenraum noch besichtigen können, die Ausstellung. Sie hat dieses Projekt betreut und auch das Rahmenprogramm gestaltet. Und ja, da die Ausbildung wissenschaftlicher Volontärinnen und Volontäre auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit am Ernst-Bloch-Zentrum ist, freue ich mich, dass Frau Schüssler heute Abend den Abend auch moderieren wird. Ich möchte Sie noch hinweisen auf den Büchertisch der Buchhandlung Bücherbänder, den wir vorbereitet haben. Und ich denke, dass die Autorin auch Bücher signieren wird auf Wunsch. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen von OK-TV, dem offenen Kanal Ludwigshafen, die uns hier treu unterstützen bei vielen Veranstaltungen und auch heute Abend die Veranstaltung aufzeichnen, sodass sie dann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf dem YouTube-Kanal nochmal angeschaut werden kann. Und ich möchte Sie jetzt schon auch einladen zu einem Glas Wasser oder Wein im Anschluss an die Lesung, wo man vielleicht auch noch informeller ein bisschen mit der Autorin ins Gespräch kommen kann. Und danke Ihnen jetzt für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit und möchte das Wort direkt an Frau Schüssler übergeben. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. Ich würde jetzt, bevor wir Frau Frieling hören, gerne kurz die Person Simone Frieling vorstellen. Frau Frieling kommt gebürtig aus Wuppertal und lebt derzeit in Mainz als Malerin und Autorin. Sie nahm bei Paul Weishuhn Malunterricht und ist seit 1984 als freiberufliche Malerin tätig.
Sie kann Einzel- und Gruppenausstellungen in Mainz, Wiesbaden, Edenkoben und Frankfurt vorweisen und entwarf Buchcover für Verlage und fertigt die Illustrationen für einen Großteil ihrer eigenen Bücher selbst an, wie auch für das Buch, aus dem sie heute lesen wird. Sie ist Preisträgerin des Martha-Saalfeld-Preises von 1998 und kann als Autorin einige Sachbücher, Romane und Anthologien vorweisen. Um nur eine kleine Auswahl zu nennen, Rebellinnen, ausgezeichnete Frauen, die Nobelpreisträgerinnen für Literatur, die Lyrik des Abendlandes oder auch von Fledermäusen und Vampiren, Gedichte und Geschichten. Herzlich willkommen auch von mir, Frau Frehling. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir beginnen, würde ich Ihnen gerne ein paar kleine Fragen stellen als Einführung. Und beginnen würde ich gerne mit der Frage, was Sie dazu bewogen hat, sich mit Sophie Scholl zu befassen. Ja, ich war ja im vergangenen Jahr, erstmal begrüße ich Sie natürlich auch sehr herzlich, hier eingeladen, um aus dem Buch zu lesen. Und da gab es das Jubiläum, den 100. Geburtstag von Sophie Scholl, am 9. Mai. Und solche Jubiläen sind eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, sich noch einmal historisch an eine herausragende Figur zu erinnern. Und wenn wir bedenken, wie früh Sophie Scholl ihr Leben verloren hat, sie war noch nicht einmal 22 Jahre alt und ihre Schwester Elisabeth ist 100 Jahre alt geworden, dann sehen wir, wie viele Jahre ihr gefehlt haben durch diese grausame Ermordung. Und da, finde ich, stehen wir auch etwas in der Schuld einer solchen Person, noch einmal an sie zu erinnern. Und die Beschäftigung und das Herausbringen eines solchen Buches sollen auch zeigen, dass es keinen Schlussstrich gibt, weder historisch noch in unseren Erkenntnissen. Dass wir also nicht irgendwann sagen, so, das haben wir alles genug bewegt, darüber reden wir nun gar nicht mehr, sondern dass wir sagen, es gibt neue Aspekte und auch neu zu bewerten. Zu ihrem 100. Geburtstag sind, glaube ich, 3 oder sogar 4 Titel über Sophie Scholl herausgekommen. Und da hat sich nichts gedoppelt, verdoppelt, sondern das ist wie ein Mosaik. Der eine hat diesen Schwerpunkt, der andere hat den und der nächste wieder den. Für mich war es ganz wichtig, in dem Buch darzustellen, woher ein junger Mensch die Kraft nimmt, widerständig zu sein in einer absoluten Diktatur. Das war das Zentrum meines Buches. Danke. Möchten Sie uns jetzt vielleicht noch kurz berichten, welche Quellen Sie benutzt haben? Gab es auch welche, die Sie vielleicht im Vorfeld direkt schon ausgeschlossen haben? Also wie genau sind Sie da vorgegangen? Also man muss viel lesen, das gehört dazu und manches, was man liest, leuchtet einem ein, anderes wieder weniger. Was immer sehr gut ist, wenn man sich mit einer Person beschäftigt, die sehr viele Briefe geschrieben hat. Das ist die nächste Art, um die Stimme der Person zu hören. Also man hört nichts über sie, sondern man hört von ihr selbst. Und da die Zeiten damals so waren, dass Sophie Scholl sehr lange getrennt war von ihrem Geliebten, ist da ein reger Briefverkehr hin und her gegangen. Und aus diesem Dialog zwischen diesem Fritz Hartnagel und ihr kann man auch sehr viel Historisches erfahren, weil dann eben gesagt wird, wann die erste Bombe abgeworfen worden ist über Ulm. Sophie Scholl hat in Ulm gelebt und was er an der Front vor Stalingrad erlebt. Die zweite Sache ist, dass man an Dokumente rankommen muss. Und da gab es zum Glück in diesem Fall Vorarbeiter, die ein Standardwerk herausgebracht haben, das im Fischer Verlag erschienen ist, wo sie die mitgeschriebenen, aufgezeichneten Dokumente, Verhördokumente von den
sechs Personen, die zum engsten Kreis der Weißen Rose gehört haben, eben abgedruckt sind. Dass man wortwörtlich wirklich diese Protokolle lesen kann. Und das sind immer ganz zuverlässige Quellen. Da muss man nicht selber nach, die haben in Potsdam gelagert, diese Dokumente, und sind dann nach dem Mauerfall erst in die Bundesrepublik gekommen. Das hieße also, man hätte dorthin reisen müssen, sehr wahrscheinlich wäre man gar nicht rangekommen, und die haben das eben, diese Autoren, zwei Männer, dann nach dem Mauerfall gemacht und haben ein ganzes Buch darüber zusammengestellt. Danke. Und was haben Sie beim Schreiben empfunden? Also gab es vielleicht Momente, in denen Sie sehr unvorbereitet von Ihren Gefühlen übermannt wurden? Waren Sie vielleicht sehr traurig oder auch sehr wütend? Trauer, ja. Trauer, richtige Trauer, vor allen Dingen mit den Eltern, die ihre Kinder sehr geliebt haben, sehr freiheitlich, christlich, demokratisch erzogen haben und eben miterleben mussten, dass alle Kinder sich der Hitlerjugend angeschlossen hat, weil einfach diese Propaganda viel, viel stärker war als ihr Einfluss. So sah es zunächst aus. Aber am Ende wussten sie dann eben doch, dass es ihre Kinder sind. Und das hat mich schon eben sehr traurig gemacht, wie diesem Regime es gelungen ist, das war ja Programm, Kinder von ihren Eltern zu entfremden und sogar Kinder dazu zu bringen, ihre Eltern zu denunzieren. Etwas ganz Schreckliches. Was aber eine große Freude war, wie bei Rosa Luxemburg. Ich dachte, füllt es ein ganzes Buch, über einen so jungen Menschen zu schreiben? Und dann habe ich gesehen, sie hat eine dermaßen reiche Persönlichkeit, eine Künstlerpersönlichkeit. Sie war eine ausgezeichnete Zeichnerin, Malerin. Sie war eine gute Klavierspielerin. Sie hat ganz tolle Briefe geschrieben. Sie war eine Denkerin. Sie hat sich religiös unglaublich auseinandergesetzt. Also da war ein Reichtum, der diese Trauer nicht wettgemacht hat, aber der eben was ganz Eigenes war, so dass ich mich sehr, sehr gerne ein Jahr ihr zugewandt habe. Okay, danke schön. Dann würde ich Ihnen jetzt gerne das Wort übergeben und freue mich auf eine sehr spannende Lesung. Ja, ich möchte Ihnen jetzt nicht aus meinem Buch ein Kapitel vorlesen, denn ich möchte, dass, wenn Sie diesen Raum verlassen, Sie ein komplexes Bild von Sophie Scholl haben. Und insofern habe ich ein bisschen zusammengestellt, die wichtigsten Dinge lese manchmal hier aus dem Buch und lese sonst in dem, was ich hier für Sie aneinandergefügt habe. Mein Buch über Sophie Scholl und die Weiße Rose beginnt mit der Beschreibung zweier Situationen, die im strengen Sinn nichts miteinander zu tun haben, aber zeitgleich geschehen. Es geht um den 18. Februar 1943. Die Zerschlagung der 6. Armee in Stalingrad liegt erst 16 Tage zurück. Die erste große Niederlage der Wehrmacht beschäftigt das ganze Land. Die hohen Verlustzahlen sind alarmierend. Die Schlacht hat 500.000 Russen und 150.000 Deutsche das Leben gekostet und noch einmal so viele Deutsche in die Kriegsgefangenschaft gezwungen. Es dauert dann immer ein Minütchen, aber dann geht's gleich los. Mein Buch beginnt so. Während die Studentin Sophie Scholl am frühen Nachmittag des 18. Februars 1943 im Wittelsbacher Palais, dem Gefängnis der Gestapo-Leitstelle München, verhört wird,
verlässt Josef Goebbels in einem kugelsicheren Mercedes das Ministerium und wird zum Berliner Sportpalast chauffiert. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda trifft kurz vor 17 Uhr im Stadtteil Schöneberg ein. In der Veranstaltungshalle ist alles vorbereitet für seinen größten Auftritt. Die Rednerbühne, die er schneidig betritt, ist mit zwei überdimensionalen Hakenkreuzfahnen geschmückt. An der Balustrade über ihr hängt für jeden sichtbar ein Spruchband mit vier Wörtern. Totaler Krieg, kürzester Krieg. Vor 14.000 ihm begeistert zujubelnden Zuhörern hält der Berliner Gauleiter eine Rede, in der er das deutsche Volk auf den totalen Krieg einschwört. Als er nach fast 2 Stunden zum Schluss kommt, stellt er den sorgfältig ausgewählten Besuchern 10 rhetorische Fragen, von denen die 4. lautet: Wollt ihr den totalen Krieg? Ein tosendes Ja ist die Antwort. Und der Redner setzt nach: Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler, radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt vorstellen können? Applaudierend erheben sich die Menschen von ihren Sitzen. Der ganze Saal tobt in einer Art Massenhysterie. Diese Technik, Montagetechnik genannt, die hier 2 unterschiedliche historische Situationen miteinander verwebt, macht es mir möglich, ein Schlaglicht auf die Strukturen einer Diktatur zu werfen. Es sind die 2 Pole, die mich interessiert haben: das Agieren der Politiker in der Öffentlichkeit und das Agieren der Polizei im Geheimen. Auf der einen Seite der Propagandaminister, der im Rampenlicht steht und scheinbar mit dem Volk verschmilzt, auf der anderen, die der Öffentlichkeit entzogen ist, eine junge Frau, die verhört wird und ahnt, was auf sie zukommt. Denn 1943 muss der Bürger billigen, was seine Reichsregierung tut, und jede Missbilligung bringt den Tod, wie Golomann die politische Situation kurz zusammenfasst. Josef Goebbels verfolgt mit seiner Rede im Berliner Sportpalast eigene Karriereziele. Er will seinen Machtbereich erweitern und zum 2. Mann im NS-Staat aufsteigen. Seine Rede, die Voraussetzung ist für eine Weiterführung des Krieges bis zum bitteren Ende, hat zudem den Zweck, auf Hitler Druck auszuüben. Indem er die Besucher auf den totalen Krieg einschwört, glaubt er, Hitler zwingen zu können, ihn an der Kriegswirtschaftsplanung des Deutschen Reiches zu beteiligen. Deshalb darf er nichts dem Zufall überlassen. Seine Rede muss bis ins Letzte ausgefeilt sein. Das Publikum darf nur aus treuesten Parteianhängern bestehen. Sprechchöre müssen einstudierte Parolen von sich geben. Eine Hundertschaft muss instruiert sein, im Verlauf der Rede an bestimmten Stellen zu applaudieren. Und wie auf ein unsichtbares Kommando hin müssen sich Fahnen und Standarten schwingende Männer erheben. In Goebbels großer Inszenierung ist die Kommunikation zwischen ihm als Redner und dem Publikum als Chor aufeinander abgestimmt. Goebbels ist mit seiner Leistung später sehr zufrieden. Beglückt notiert er am 5. März 1943: Meine Maßnahmen bezüglich des totalen Krieges werden vom Führer vollauf gebilligt. Er lässt sich in diesem Zusammenhang auf das Schmeichelhafteste für mich über meine Sportpalastrede aus, die er als ein psychologisches und propagandistisches Meisterwerk bezeichnet.
Er habe sie von Anfang bis zum Ende aufmerksam durchstudiert, auch das Auslandsecho gelesen und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es hiermit mit einem Hauptschlager gelandet hätten. Er ist von der Wirkung geradezu begeistert. Als Motto stelle ich meinem Buch ein Zitat von Immanuel Kant voran. Das Zitat beginnt mit den Worten: Das Bewusstsein eines inneren Gerichthofes im Menschen, vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder entschuldigen, ist das Gewissen. Auch hier möchte ich wieder die beiden Pole zeigen, die Haltung des Politikers und die der Widerstandsgruppe. Der erste handelt eigennützig, die Mitglieder der Weißen Rose hingegen uneigennützig. Den Geschwistern Scholl und ihren Mitstreitern geht es nicht um persönliche Vorteile wie Goebbels, sondern allein um die Zukunft Deutschlands. Ihnen allen ist bewusst, dass ihr Handeln die schrecklichsten Folgen für sie selbst und für ihre Familien haben kann. Aber ihr Gewissen lässt ihnen keine andere Wahl. Die kleine studentische Gruppe in München muss den Versuch wagen, die Bevölkerung durch Aufklärung zur Umkehr zu bewegen. Die 6 Flugblätter, die sie insgesamt verfasst und vom Sommer 1942 bis zum Februar 1943 verteilt und mit der Post verschickt, sollen die Menschen dazu bringen, gegen das verbrecherische Naziregime passiven Widerstand zu leisten. Ich habe mich von Anfang an gefragt, bevor ich das Buch schrieb, wie es möglich ist, dass Sophie Scholls Gewissen so ausgeprägt war, die ja bei ihrer Hinrichtung noch nicht einmal 22 Jahre zählt. Unzählige Menschen in Deutschland haben lange Zeit die Ziele der Diktatur verkannt und sich ihnen unterworfen. Wie konnte sie über eine Gewissensreife und politische Klarsicht verfügen, die zum Beispiel einem Dichter wie Thomas Mann und einem Philosophen wie Karl Jaspers zu Anfang der Diktatur fehlen? Thomas Mann wird ja erst von seinen Kindern Klaus und Erika auf den richtigen Weg gebracht und Jaspers, mit einer Jüdin verheiratet, rät noch 1933 seiner jüdischen Studentin Hannah Arendt davon ab, zu emigrieren. Er hält den für Arendt lebensrettenden Schritt für eine übereilte Dummheit. Sophie Scholl hingegen hat sehr früh damit begonnen, durch Selbstbefragung ihr Gewissen zu erziehen. Da gibt es erst einmal eine innere Auseinandersetzung, in der sie sich fragt, ob sie wahrhaftig sei in ihrem Glauben. Sie sucht also das Gespräch mit Gott. Nicht umsonst liest sie im Arbeitsdienst heimlich Augustinus. Das Lesen von Büchern war verboten. Bei dem es um die Abkehr von der falschen Religion geht, die eine Umkehr bedeutet. Habe ich dir schon geschrieben, dass ich allabendlich Augustinus lese, schreibt sie an ihre Freundin Lisa. Da steht, du hast uns geschaffen hin zu dir und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. An diesem schlichten Satz erkennt man, dass Sophie Scholl sich abgekehrt hat von den Ideologien der Nationalsozialisten. O Herr, ich habe es sehr nötig zu beten, zu bitten. Ja, das sollte man immer bedenken, wenn man es mit anderen Menschen zu tun hat, dass Gott ihretwegen Mensch geworden ist. Und man fühlt sich selbst zu gut, zu manchen von ihnen herabzusteigen. O ein Hochmut, woher habe ich ihn nur, vertraut Sophie ihrem Tagebuch an.
Es bleibt aber nicht bei der religiösen Auseinandersetzung, sondern es kommt bei ihr zu dem für Hannah Arendt unerlässlichen inneren Dialog, der zwischen mir und mir selbst stattfindet. Das heißt, Sophie handelt nie ohne Gewissensbefragung, ist niemals gewissenlos. Sie hört auf die Stimme ihres Gewissens, von der Kant gesprochen hat. Ich zähle in meinem Buch einige Faktoren auf, die zu der besonderen Entwicklung von Sophie Scholls Gewissen geführt und ihr letztlich die Kraft zum Widerstand verliehen haben. Zunächst spielt das Elternhaus eine große Rolle. Der Rückhalt durch die Liebe der Eltern und durch ihre Toleranz. Der Vater, Robert Scholl, durch und durch Demokrat, er nennt Hitler eine Geißel Gottes und die Nationalsozialisten eine Rotte von Verbrechern. Die Mutter, genannt Lina, ist in schönster Weise gläubig, lehrt ihre Kinder Nächstenliebe, ja sogar Feindesliebe, sodass keines ihrer fünf Kinder die Feindbilder der Nazis übernimmt, keines einen anderen Menschen als Untermenschen ansieht. Im Gegenteil, Hans befreundet sich an der Ostfront mit einem alten russischen Fischer an. Zusammen mit seinem Freund Alexander Schmorell begräbt er heimlich die Überreste gefallener Russen, damit ihre Seelen Ruhe finden können. Sophie wendet sich, wann auch immer das möglich ist, französischen und polnischen Zwangsarbeitern zu. Sie spricht mit ihnen oder schenkt ihnen wenigstens ein Lächeln. Als sie ein halbes Jahr in einer Munitionsfabrik arbeiten muss, arbeitet neben ihr eine Zwangsarbeiterin, eine junge Russin. Und sie sieht, wie schlecht die von den männlichen Vorarbeitern behandelt wird. Und sie ist extra zu ihr gütig und freundlich, um wenigstens das Bild der Deutschen, was diese junge Frau bekommen muss, etwas zu korrigieren. Über ihren letzten Besuch bei ihren Eltern schreibt Sophie Scholl an ihren Freund Fritz Hartnagel: Ich hatte es dir ja gesagt, glaube ich, dass ich 10 Tage daheim war, um dort zu helfen. Diese Tage, obwohl ich nicht viel zu meiner eigenen Beschäftigung komme, tun mir immer sehr wohl. Und wenn es nur deshalb wäre, weil mein Vater sich so freut, wenn ich komme, und sich wundert, wenn ich wieder gehe, und weil meine Mutter um so 1000 Kleinigkeiten besorgt ist. Diese Liebe, die so umsonst ist, ist für mich etwas Wunderbares. Ich empfinde sie als etwas vom Schönsten, was mir beschieden ist. Nun geht es in der Familie Scholl jahrelang, aber alles andere als harmonisch zu. Denn alle 5 Kinder, Inge, Hans, Elisabeth, Sophie und Werner betätigen sich in der Hitlerjugend, machen dort sogar eine Karriere, werden Gruppenführer. Die Eltern diskutieren mit ihren Kindern, streiten mit ihnen, besonders mit den beiden älteren Inge und Hans. Als sie merken, dass sie nichts ausrichten können, leiden sie und resignieren eine Zeit lang. Als sich auch ihre jüngste Tochter Sophie begeistert in die Hitlerjugend einreiht, scheinen die Eltern nicht in derselben Weise unter ihrer Entscheidung gelitten zu haben wie bei Inge und Hans. Sind sie es am Ende nur müde? Oder gibt es ein unzerstörbares Vertrauen zu Sophie? Inge Scholl hat an ihrer jüngeren Schwester später besonders bewundert, dass sie stolz wie eine Königin war. Sie meinte damit Sophies innere Haltung, die ihr ganz eigene Unabhängigkeit. Ebenso sind sich Robert und Lina immer sicher, dass Sophie
letzten Endes nicht beeinflussbar ist von falschen Werten. Denn ihre unantastbaren Freuden sind verbunden mit einer unantastbaren Individualität, die sich gegen jede Diktatur behauptet. Hinzu kommt Sophies Liebe zur Familie, die sich an ihrer Liebe zu den Festen im Familienkreis zeigt. Das Band zwischen ihr und ihren Eltern hat sie jeden Tag neu geknüpft. Es ist bis zuletzt nicht gerissen. Es spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle, die Sophie Scholl von einem begeisterten jungen Mädel in der Hitlerjugend zu einer Widerstandskämpferin werden lassen. Zum ersten ihr Gottvertrauen. Das erbt sie sozusagen von ihrer Mutter und übernimmt gleich auch die Naivität der Mutter in diesem Gottvertrauen. Während sie sonst, wie Ricarda Hoch es beschreibt, die Gabe eines außerordentlich scharfen Verstandes besaß. Dazu kam die seltene Gabe der Objektivität, die sie unfähig machte, sich selbst zu belügen, eine Sache in ein für sie günstigeres Licht zu rücken. Sie kritisierte scharf, sich selbst aber am strengsten. Der zweite Punkt ist ihre Abscheu vor dem Krieg. Das ist etwas, was sie wieder mit Rosa Luxemburg und Goethe teilt. Zum dritten ihr anbetendes Verhältnis zur Natur. Sie sieht sie ganz als Gottes Werk an. Ihre Beziehung zur Natur verweigert sich allen Einflüssen, die sie sonst umgeben. Nicht die Eltern, nicht die Kirche, nicht der Staat haben ihr mehr zu sagen als die Natur. Dieses Verhältnis ist bei allen Brüchen und Zweifeln, die Kirche, Politik und Gesellschaft hervorrufen, ausschließlich. Der Wille der Nationalsozialisten, sich über den Menschen hinaus auch noch der Natur zu bemächtigen, den letzten freien Raum zwischen Zivilisation und Wildnis zu beherrschen, macht Sophie zu einer Widerständigen, bevor sie noch an politischen Widerstand denkt. Ihre Naturbeschreibungen sind ohne Verherrlichung, ohne Besitzanspruch. Sie bestehen aus Freude und Respekt. Sie waren nicht Gäste der Natur, sondern ihre Kinder, auf das Innigste mit ihr verbunden, konstatiert Ricarda Hoch über die Scholl-Geschwister. Der vierte ganz wichtige Punkt ist Sophie Scholls Lektüre. Die entspricht in keiner Weise den Vorschriften der Nationalsozialisten. Ihrer Klassenkameradin empfiehlt sie, die Russen zu lesen, Leo Tolstoi, Nikolai Gogol und Fjodor Dostojewski. Bei einem Treffen der Gauleiterin aus Stuttgart mit der Leiterin aus dem Untergau in Ulm, der Heimatstadt Sophies, schockiert sie sogar ihre Schwester Inge. Als die Lektüre für die Heimabende ausgewählt werden soll, schlägt Sophie mit Vehemenz den jüdischen Dichter Heinrich Heine vor. Die älteren Mädchen reagieren entsetzt und lehnen den Wunsch ab. Sophie bleibt nur leise zu sagen, wer Heinrich Heine nicht gelesen hat, kennt die deutsche Literatur nicht. Selbstständig denkend und beurteilend nähert sich Sophie auch der bildenden Kunst. Auf Reisen sind Museumsbesuche wichtig. In dem Künstlerdorf Worpswede, unweit von Bremen, beeindrucken sie besonders die Frauen. Zusammen mit Inge macht sie 1938 die Bekanntschaft der Bildhauerin Clara Rilke Westhoff, der Kunsthandwerkerin Martha Vogeler, und sie sieht zum ersten Mal Bilder von Paula Modersohn-Becker. Von ihr ist Sophie hell begeistert. Sie hat für eine Frau
ungeheuer selbstständig gearbeitet, sich in ihren Bildern nach niemanden gerichtet. Du musst alles sehen. Nach ihren Bildern glitten alle anderen in der Ausstellung nur so an mir vorbei, schreibt sie an Fritz Hartnagel. Sophie Scholl ist mit vielen Begabungen gesegnet. Im Grunde genommen zeigt sich ganz früh bei ihr, dass sie eine Künstlernatur ist. Noch ein Kind und im halben Spiel, dann immer ernsthafter, erprobt sie ohne Zutun der Erwachsenen ihre Begabungen. Alleinsein ist für sie wichtig, ihre Augen zu schulen, ohne Anweisung anderer, ihr Gehör und ihre Hände. Zu Hause spielt sie Klavier, erfasst mit Stift die Gesichtszüge ihrer Geschwister und modelliert sie in Ton. Beim Arbeitsdienst spielt sie heimlich Orgel, sie liebt Bach. Im halbjährigen Kriegshilfsdienst zeichnet sie die Kinder des Heimes, die ihr besonders ans Herz gewachsen sind. Wenn sie in die Natur geht, nimmt sie Stift und Kreiden mit feinen Strichen, die eine große Sicherheit erkennen lassen, zeichnet sie vor allem Kinder, Jugendliche und ihre Freunde. Sophie illustriert auch die beiden Märchen Die Kinderhexe und Die Zaubergeige, die Inge erfunden hat, später für einen Freund Peter Pan und für einen anderen Der Nachmittag von Georg Heim. Die Wahl der Motive von Modersohn Becker, ihr weiblicher Blick, sprechen Sophie besonders an. Sie selbst zeichnet Säuglinge, Kleinkinder, Menschen in Tätigkeit. Neben dem spärlichen Zeichenunterricht in der Schule hat Sophie in der Ulmer Schule, die seit 1919 Handwerkern eine künstlerische Zusatzausbildung anbietet, einen Abendkurs in Aktmalerei belegt. Sie klagt: Wir malen jetzt hier immer männliche Akte, obwohl ich viel lieber weibliche malen würde. Der Maler, der sie dazu anhalte, habe gesagt, die Männer seien beim Aktmalen das Brot und die Frauen der Kuchen. Sophie bekennt ihrer Freundin Lisa: Ich möchte aber viel lieber Kuchen. Dann ist Sophie eine ausgezeichnete Briefeschreiberin. Sie hat literarisches Talent, von dem sie oft Gebrauch macht. Sie ist eine reiche Persönlichkeit und lässt sich schon bei der ersten Vernehmung durch die Gestapo dazu hinreißen, von ihrer Abneigung gegen die Bewegung zu sprechen, weil durch sie die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise eingeschränkt wird, die meinem inneren Wesen widerspricht. Wenden wir uns jetzt noch einmal dem Politischen zu. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben, worum es in den 6 Flugblättern der Weißen Rose geht. Hauptanliegen des ersten Flugblatts ist, den Leser daran zu erinnern, dass der Staat dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Des Zweiten, den Leser aufzufordern, sich von den Nazis zu distanzieren, um ihr verbrecherisches Handeln nicht mitzutragen. Des Dritten, passiven Widerstand zu leisten, um das Regime zu Fall zu bringen. Des Vierten, als Voraussetzung einer inneren Befreiung ein Bewusstsein für Schuld zu entwickeln. Des Fünften, für eine Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Ländern nach dem Krieg zu werben. Hier wird zum ersten Mal von den Angehörigen der bevorzugten Generation der Nationalsozialisten der europäische Gedanke angesprochen. Sie fordern die Loslösung vom Nationalgefühl. Nur in großzügiger Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird.
Im letzten Flugblatt werden besonders die deutschen Studenten angesprochen und in die Pflicht genommen, dass sie sich für die höchsten Werte der Nation, nämlich Freiheit und Ehre, einsetzen. Der Kampf um Gedankenfreiheit, freie Meinungsäußerung, Freiheit in der Lebensgestaltung, Toleranz und Wahrung der Menschenrechte bildet die Grundlage des Widerstands gegen das NS-Regime. Die Verfasser der 6 Flugblätter haben sich auch dezidiert über die Verfolgung der Juden geäußert. Im Flugblatt 2 und im vorletzten Aufruf an alle Deutschen stellen sich die Verfasser eindeutig auf die Seite der verfolgten Juden. So heißt es im 2. Flugblatt, man wolle die Tatsache anführen, dass seit der Eroberung Polens 300.000 Juden in diesem Land auf bestialische Weise ermordet worden sind. Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein Ähnliches in der ganzen Menschengeschichte an die Seite stellen kann. Im vorletzten Flugblatt wird die Bevölkerung regelrecht gewarnt: Deutsche, wollt ihr und eure Kinder dasselbe Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren ist? Die Studenten gehen also davon aus, dass die Deutschen Kenntnis von den Verbrechen an den Juden haben. Oft werde ich gefragt, ob Sophie Scholl schreibend an den Flugblättern mitgewirkt hat. Die Forschung geht davon aus, dass Sophie keines der Flugblätter verfasst hat, wohl auch keinen Abschnitt innerhalb eines Aufrufs. Ihr kamen andere Aufgaben zu, nämlich die organisatorischen. Sie verwaltet nicht nur das Geld der Weißen Rose, fährt nicht nur in der ganzen Stadt umher und sucht der Reihe nach Papierwarenläden und Postämter auf, um Briefumschläge und 8 Pfennigmarken in kleinsten Mengen zu kaufen, sondern legt währenddessen in den verschiedenen Stadtteilen einen Teil der Flugblätter aus. Manchmal in Telefonzellen, wenn es sich ergibt, in offenstehende Autos oder in Hauseingänge. Alles, was sie tut, muss unauffällig geschehen. Jede ihrer Handlungen kontrolliert sein. Das erfordert höchste Geistesgegenwart. Erschöpft und im Zustand innerer Leere kommt sie von ihren Stadtrundgängen in die Zweizimmerwohnung zurück, die sie mit ihrem Bruder Hans bewohnt. Trotz zunehmender Anspannung, meine Gedanken springen hierhin und dahin, ohne dass ich richtig über sie gebieten könnte, geht Sophie Tag für Tag ihrer selbstgewählten Arbeit nach. Sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen, war lebensgefährlich. Es gibt Kritiker, die der jungen Frau vorwerfen, die Gefahr ausgeblendet oder sich einer gewissen Todessehnsucht hingegeben zu haben. Die Art, wie Sophie Scholl in den Tod gegangen ist, ruhig und gefasst, lässt vielleicht den Gedanken aufkommen, sie hätte den Tod gesucht. Dieser Rückschluss ist falsch. Sie wollte nicht sterben. Nichts lag ihr ferner als Todessehnsucht. Dafür gibt es zahlreiche Dokumente. Eines davon ist ihr letzter Brief, den sie einen Tag vor ihrer Verhaftung an ihre Freundin Lisa Rempis richtet. Er zeigt eine große Lebenslust. Liebe Lisa, ich lasse mir gerade das Forellenquintett vom Grammophon vorspielen. Am liebsten möchte ich da selbst eine Forelle sein, wenn ich mir das Andantino anhöre. Man kann ja nicht anders, als sich freuen und lachen,
so wenig man unbewegten oder traurigen Herzens die Frühlingswolken am Himmel und die vom Wind bewegten knospenden Zweige in der glänzenden jungen Sonne sich wiegen sehen kann. Oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur. Die Wiederholung des Themas durch das Klavier, wie kaltes, klares, perlendes Wasser. Oh, es kann einen entzücken. Lass doch bald von dir hören. Herzlich, Sophie. Die Familienmitglieder waren nicht eingeweiht in die illegale Flugblattaktion von Hans und Sophie. Die Ereignisse von der Verhaftung am 18. Februar bis zur Hinrichtung durch das Fallbeil am 22. Februar müssen sie überrollt haben. Auch die Schnelligkeit, mit der alles geschah, die Schnelligkeit, mit der drei Menschenleben ausgelöscht wurden, wird die Familie fassungslos gemacht haben. Neben Sophie und Hans wurde auch Christoph Probst hingerichtet, der Vater von drei Kleinstkindern war. Elisabeth Scholl schreibt über die wenigen Tage, die der Familie noch verblieb, bis sie selbst in Sippenhaft genommen wurde. An den nächsten Tagen herrschte zu Hause eine Art Apathie. Man wurde einfach mit der Tatsache, dass Hans und Sophie tot waren, nicht fertig. Und mein Vater kam immer wieder aus seinem Büro ins Wohnzimmer und sagte, er wolle bloß sehen, ob wir alle noch da sein. 3 Tage nach der Beerdigung von Sophie und Hans wird die Familie am 27. Februar von der Gestapo abgeholt und ins Ulmer Gefängnis gebracht. Jetzt trat die Sippenhaft in Kraft in ihrer ganzen Grausamkeit. Elisabeth wird wegen einer schweren Nierenerkrankung nach 2 Monaten frühzeitig entlassen. Sie irrt in Ulm herum, um einen Anwalt für uns zu finden. Außerhalb der Gefängnismauern hatte sie es fast noch schwerer als wir. Sie musste die Angst der Menschen miterleben, ihre Panik, wenn sie einen Bekannten grüßte. Die meisten blickten zur Seite, als würden sie angesteckt, erinnert sich Inge Scholl. Lina und Inge, die sich wegen Abhörens eines Feindsenders zeitweise sogar in Einzelhaft befinden, werden erst Ende Juli 1943 entlassen. Auch sie vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen. Inge, von einer Zellengenossin mit Diphtherie angesteckt, benötigt Monate, um wieder gesund zu werden. Nach der Entlassung aus der Haft müssen die 3 Frauen mit weiteren Schwierigkeiten fertig werden. Das Einkommen von Robert Scholl fehlt. Er hat bis zum Ende des Krieges Berufsverbot und die Wohnung am Münsterplatz soll geräumt werden. Die Familie wird also erst einmal gar keine Zeit gefunden haben, um zu trauern. Dann, nach einer fürchterlichen Zeit der Trauer aber, glaubt Inge, die älteste Tochter, bei ihren Eltern etwas wie Stolz auf ihre beiden hingerichteten Kinder zu bemerken. Am Ende wissen sie es doch, wissen es ganz genau, Sophie und Hans sind ganz und gar ihre Kinder, Kinder der Familie Scholl. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen herzlichen Dank, Frau Frieling. Das war unglaublich interessant.
Hat jemand im Publikum eine Frage? Meine Kollegin mit dem Publikumsmikro wird rumgehen und jeder, der eine Frage hat, darf sie gerne stellen. Ich bin erstaunt darüber, wie eine junge Frau so hellsichtig war. Ich bin erstaunt darüber, dass es Ihnen gelungen ist, dies uns zu gegenwärtigen. Ich bin froh, heute hier zu sein und damit Kunde zu haben von dem, was diese junge Frau geleistet hat. Zwei Dinge möchte ich sagen. Erstens, ich bewundere Ihre Energie, dies zusammenzutragen. Getragen zu haben. Zweitens, ich wünsche dem Buch, dass es vielfältig verbreitet wird, weil dieses Wissen darf nicht untergehen. Ich danke Ihnen. Ja, ich denke auch. Wir haben ja ein paar unglückliche Stimmen von jungen Leuten jetzt in der Pandemie gehabt, die eben gesagt haben, dass wenn sie sich nicht an die Corona-Bedingungen halten, sie etwas Ähnliches täten wie Sophie Scholl. Und dass man das nochmal korrigiert und sagt, dass eigentlich ja die Vorbereitung für die neue, für die Grundgesetze in der Bundesrepublik und für die Demokratie gerade von diesen Menschen angestoßen worden sind. Und sie haben einen hohen Preis dafür bezahlt, aber ich glaube nicht, dass es, wie manche eben sagen, völlig umsonst war. Eine Hambrücher hat sich ganz stark auf Sophie Scholl bezogen, weil sie in München zu derselben Zeit eben studiert hat und eines der Flugblätter in ihrem kleinen Schränkchen gelegen hat. Und sie hat das auch immer wieder in der Politik gesagt, dass sie die Forderungen der Weißen Rose in ihren 6 Flugblättern, die will sie umsetzen, lebendig machen. Und das haben ja viele Politiker getan und auch geschafft. Ich bin von Ihren Ausführungen sehr beeindruckt. Sie haben das wirklich Punkt für Punkt aufgerollt. Auch Sophies Charakter auch sehr tief, sehr eingehend und präzise dargestellt. Sie haben, soweit ich das nachvollziehen kann, vor allen Dingen auf das Gewissen in ihr Wert gelegt. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Das Gewissen hat für mich 2 Seiten. Einmal ist es nach Erich Fromm zumindest, der ja hier im Haus sehr geschätzt wird, die autoritäre Seite, also dass ich nach einem autoritären Vorbild mich ausrichte und alles mache, was mir befällt. Und das war in der Nazi-Zeit ja gang und gäbe. Und das Zweite ist das humanistische Gewissen, was aus mir selbst herauskommt und was mein eigenes Selbst, meine eigene Tiefe entwickelt. Und ich meine, das ist mit dem Christentum halt auch so eine Doppelgeschichte. Das Christentum hat in vieler Hinsicht einen autoritären Gott vermittelt. Und gerade Augustin, der ja auch sehr doppeldeutig war, ja, und die Erbsünde in die Welt gesetzt hat, mhm, und damit viel Leid, vor allem auch den Frauen, gegeben hat. Ich will darauf hinaus, dass die Sophie Scholl bei all ihrem Glauben, den sie hat, so viel Eigenständigkeit besessen hat, dass sie sich davon von diesem autoritären Gott und dieser autoren Religion emanzipiert hat und ein eigenständiges Gewissen entwickelt hat. Nämlich, oder eigenständiges Christentum, nämlich das Christentum aus ihrer Tiefe, aus ihrer eigenen Verfasstheit. Und dass sie da zum Beispiel auch die Paula Modersohn-Böcker erwähnt hat, die ja wirklich auch ihr eigenständiges Leben versucht hat, in der Kunst zu finden. Also das zeigt, was für eine starke Persönlichkeit die Sophie war und dass es wirklich sehr, sehr schade war, dass sie schon mit 22 Jahren sterben musste. Ja, also mit dem Gewissen und dass es sehr viele Facetten hat. Und es ist auch ein Kapitel hier in meinem Buch, das heißt, das ist ein ganz schreckliches Kapitel, der gottgeschenkte Führer. Da aus einer Fülle an Material habe ich nur einiges rausgesucht, wie
die evangelische und die katholische Kirche, Hitler eben als gottgeschenkten Führer bis 1945 propagandiert hat. Ganz, ganz fürchterlich. Und da kommt jetzt diese persönliche Erziehung, dass die Sophie Scholl sich tatsächlich diesen naiven Glauben ihrer Mutter, der Feindesliebe lehrt und Liebe zu jedem Menschen und zu jeder Kreatur, den bewahrt sie sich. Sie wird also an dieser Stelle nicht intellektuell, während sie in den anderen Dingen, wenn sie politisch nachdenkt, sehr intellektuell ist und sehr scharf auch sieht und urteilt. Und vielleicht ist das eine glückliche Fügung in ihrer Persönlichkeit. Sie ist mit einem Mann zusammen, der Berufssoldat ist und dann eben an die Front geht. Und ihre Briefe wenden ihn wirklich um, diesen viel Älteren. Also sie ist auch in der Geschlechterrolle die Dominierende, die eben sagt, Fritz, wenn du wiederkommst, dann will ich, dass du einen anderen Beruf ergreifst. Und ich will dich nochmal dagegen aufhetzen, dass du nun in den Krieg ziehst und andere Menschen töten musst. Und sie nimmt ihm das Versprechen ab, niemals auf einen anderen zu zielen. Und er heiratet, dieser Fritz Hartnagel, dann die Elisabeth und sagt ihr am Ende des Krieges, ich bin jetzt 8 Jahre Berufssoldat gewesen, ich hoffe, dass du so wie Sophie Scholl mir dieses Soldatentum austreibst, rigoros, wie deine Schwester. Und er wird dann Richter und Anwalt für Kriegsdienstverweigerer. Also dieses Vorbild, was sie dafür viele Politiker gegeben hat, war sie auch für ihren Verlobten. Der Herr hier in der beigen Weste, genau. Wie kann ein Mensch mit 22 Jahren so reif sein? Ich war es nicht zu meiner Zeit. Woher kommt diese Kraft? Ich habe folgende Überlegung. Deswegen ist auch Sophie Scholl auch für mich ein Vorbild. So jung, so stark, so früh gestorben. Ja, also das hat mich ja auch immer in meinen Büchern so interessiert. Das ist heute leider so ein Schlagwort geworden, starke Frauen. Aber ja, vielleicht verwendet man einen anderen Begriff und sagt eben eigenständige und nicht so beeinflussbare Menschen, die dann diese Stärke eben entwickeln können. Und Menschen natürlich, die sich immer selbst auch befragen und reflektieren und die jetzt nicht irgendwo, ja, Mitläufer sind. Sie war eben eine Zeit lang in der Hitlerjugend begeistert von den ganzen Freizeitangeboten. Und dann hatte sie ja nur außer ihrem Elternhaus, aber sofort, wenn man auf die Straße ging, der Pfarrer hat Hitler in die Höhen gehoben, in der Schule, die Lehrer. Also es gab eigentlich gar keine gesellschaftlichen Räume mehr, wo Hitler hinterfragt wurde. Außer das Elternhaus. Und von dem Elternhaus muss man sich ja als langsam erwachsener werdender Mensch eben auch manchmal distanzieren. Und trotzdem wirkt es dann an irgendeiner Stelle, dass diese Erziehung des Elternhauses und dieser besondere Charakter, der ihr sehr wahrscheinlich in die Wiege gefallen ist, zusammenwirken. Und dann sagen, halt, nein. Krieg auf gar keinen Fall. Und Hitler ist ein Mörder, ein Verbrecher und er muss gestoppt werden.
Und zwar nicht mit seinen eigenen Waffen, wie das ja diese andere große Widerstandsbewegung gemacht hat von den hohen Offizieren, sondern eben ohne die Waffe, ohne Gewalt, mit dem Wort. Das Wort ist meine Waffe und das soll den Menschen, die Deutschen, aufklären, aber nicht umbringen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja? Ich habe immer Fragen. Als Journalist ist es eine Pflicht. Ich freue mich, dass Sie diese Kraft genommen haben, für sich gewonnen haben, die Geschichte neu zu denken. Wenn ich an der Anne-Frank-Schule vorbeifahre, das ist eine Realschule hier bei uns in Ludwigshafen, da steht ein Satz. Es ist so einfach, das Gute zu bewirken, man muss nur anfangen. Ein Kernsatz, ein Leitsatz in Ihrem Leben war ja, die Gesetze ändern sich, das Gewissen nicht. Und von diesen ganz klaren Sätzen, an denen auch nichts falsch zu deuten ist, gibt es einige. Und vor den Richtern zu stehen und zu sagen, wo ich jetzt stehe, da werden Sie später stehen, das ist ja für einen 21-Jährigen, der weiß, dass er umgebracht werden wird, also fast ein Wunder, würde ich sagen. Weitere Fragen oder Gedanken, Eindrücke? Okay, dann Frau Frieling, vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an unser Publikum für die super spannenden Fragen und für Ihr Erscheinen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Danke.